Tief im Wald gibt es ein Geheimnis zu entdecken. Darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Bist du eine Hexe? Froni, entschuldigen Sie bitte. Sie sind weder böse noch hässlich noch alt. Und Hexen können Sie auch nicht. Kannst du noch mehr Hexen? Eine gute Hexe sein will, muss auch was dafür tun. Natürlich will ich eine gute Hexe werden. Ich will auf dem Blocksberg tanzen, unbedingt. Aber sie ist noch zu jung, um in der Walpurgisnacht dabei zu sein. Erst 127? Weißt du denn nicht, dass das für Hexen in deinem Alter verboten ist? Heute in einem Jahr werden wir dich prüfen. Nur wenn du bis im nächsten Jahr alle Zaubersprüche fehlerfrei beherrschst, hast du die Prüfung bestanden. 7892 Zaubersprüche auswendig lernen? Du musst dich eben anstrengen. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Rumpumpel, das ist ja eine Überraschung. Musst du mal sehen, wie du mit dem Lernen so vorankommst. Gut. Du hast doch nicht etwa gehext. Aber nein, wo denkst du hin? Freitags ist es Hexen verboten, weißt du das nicht? Ligula, Lagoli, nimm den Lauf. Suppenlöffel. Erlebe diesen Winter. Abraxas, es schneit. Ein zauberhaftes Abenteuer. Du bist eben eine gute Hexe, da kannst du gar nichts machen. Caroline Herford ist die kleine Hexe. Kugelblitze rufen, Lawinen auslösen, Feuersbrunst entfachen. Aber wie man den Abwasch weghext oder die Löcher aus den Socken, das steht hier natürlich nicht. Ab 1. Februar im Kino.